Morgen, einen wunderschönen Moin. Guten Morgen. Ach, fickt euch. Wir sind schon wieder aktiv und es wird immer mehr Merch. Wie ihr seht. Ne, es wird immer weniger. Nein, du musst die Pinke wieder nehmen. Die habe ich da nicht mehr. So, es geht jetzt los Richtung Lichtburg. Wir gucken mal. Das Wetter, es regnet. Aber die Frisur sitzt, drei Wettertaft. So, wir sind jetzt hier in der Lichtburg. Hier wird schon fleißig gemacht und getan. Und wir gucken jetzt einmal hier, wie es schon so aussieht. So, komm ich gerade. So, wir sind jetzt hier in der Lichtburg allein. Wir machen jetzt erstmal hier einen DCB-Check. Sieht schon cool aus hier, ne? Hier ist noch alles total leer. Das ist schon ein bisschen aufregend hier. Der Tobi ist aber auch dabei. Den kennen viele aus Teil 1 des Tour-Tagebuchs. Hilfe, ist das warm. Ist warm, Tobi? Ist warm. So, wir gehen jetzt mal von innen nach außen in die Lichtburg. Wir müssen mal gucken jetzt. Ich nehme euch jetzt mal kurz mit raus. Laufen jetzt hier oben von der Empore runter ins Foyer. Und da gucken wir mal, wie es hier schon aussieht. Aha. Ja. Da haben wir hier schon ein paar coole Sachen. Das gibt es alles an Merch heute. Das haben wir heute Morgen hier hingebracht schon. Ja. Und hier haben wir jetzt den Pressebereich. Für nachher. Na. Ja, hier ist schon ein bisschen abgespannt. Und dann gucken wir, dann laufen wir jetzt einfach mal den roten Teppich rückwärts. Das kann nämlich auch nicht jeder. Genau. Hier geht's heute rein. Vorstellen können, was das hier für ein Ausmaß annimmt. Jetzt sind einfach hier alle irgendwie da und die deutsche Trash-Metal-Szene ist vereint hier und das auch noch irgendwie, gibt es ja dieses Jahr so ein Jubiläum, 40 Jahre deutschen Trash, mummeln ja viele. Also ich glaube, in einem Zeitpunkt den Film rauszubringen, hätten wir auch nicht treffen können. Das Geile ist, der Film, ihr werdet es gleich sehen, besteht aus drei Kapiteln. Wir hatten viele Hürden zu meistern im Laufe des Produktionsprozesses und umso geiler ist es, dass heute hier alle sitzen, die Lichtburg ausverkauft ist. Und ich hoffe, ihr habt mega viel Spaß mit dem Film und freut euch jetzt auf Total Trash, The Toytonic Story. Yeah!